Hallo, mein Name ist Tamara. Ich bin Künstlerin und banne tierische Kindheitserinnerungen auf Leinwand, denn viel zu schnell vergeht die Zeit, in der wir unsere Kinder und unsere Tiere miteinander erleben dürfen. Und ich halte sie fest, diese schönen Momente, und schaffe Erinnerungen für Menschen, denen das wichtig ist. Mehr über meine Kunst kannst du auf meiner Website erfahren, tamaratavella.com. So, die finalen Striche wahrscheinlich. Außer die Kundin möchte noch irgendwas ändern. Von ihr habe ich noch nichts gehört, aber jedenfalls werde ich jetzt für mich das Bild mal fertig machen. Und zwar möchte ich noch ein paar Dunkelheiten hier vor dem Gesicht anlegen, damit das Gesicht mehr nach vorne tritt und auch hier ein paar Schatten und so Kleinigkeiten einfach. So. Ich weiß nicht, ob das ausreicht von der Dunkelheit. Vielleicht fast sicher brauche ich noch ein bisschen eine dunklere Farbe. Einfach damit wir hier einen schönen Kontrast haben. Ja, gefällt mir jetzt der Farbton nicht so. Ist jetzt zu viel von dem Schwarz gewesen. Ein bisschen Braun mit rein. Ich möchte jetzt nicht mehr reinmalen. Deswegen muss ich ein bisschen vorsichtiger sein. Das ist eben das Schöne an der Malerei. Ich kann mir die Dunkelheiten und Helligkeiten selbst setzen. Und bin dann nicht irgendwie abhängig von irgendwas, vom Licht oder so. Und so kann ich das Gesicht etwas mehr betonen. Zu hell. Der Hund schnarcht schon wieder. Ich glaube, das hörst du nicht. Müsste ich mich runterbeugen. Verpasst du jetzt auch nicht, wenn du es nicht hörst. So, hier möchte ich noch ein kleines bisschen heller. Tiefenentspannt mein Hund. Ja, das ist jetzt auch besser. Hier muss ich noch
bisschen was setzen. Das war jetzt ein bisschen zu viel. Hier unten ein bisschen Schatten. Ups, zu viel in die Farbe getippt. Jetzt muss ich die Leinwand etwas, viel höher geht es ja leider nicht, weil meine Decke da beginnt. So, auf jeden Fall besser. Okay. Wie du siehst, habe ich hier schon die Farbe geändert. Habe ich das schon gesagt? Das weiß ich jetzt nicht mehr. Hier werde ich auch noch ein bisschen die Beine aufhellen. Aber jetzt schaue ich mal erst, ob ich noch irgendwo was Grünes brauche, wenn ich schon die Farbe gemischt habe. Was mich hier stört, ist das hier. Bei den Haaren muss ich auch noch mal ein bisschen rein, damit die Spange besser integriert wird. Ich muss immer ein bisschen zurücktreten, damit ich einen besseren Überblick habe. Aber ich glaube, das Grün müsste jetzt eigentlich so passen. Das brauche ich, glaube ich, jetzt nirgends mehr. Und sonst muss ich es mir halt nochmal mischen. Das ist jetzt auch kein Problem. Beziehungsweise habe ich mir ja ein bisschen was beiseite getan. Sollte ich es nochmal brauchen. Aber ich glaube, das müsste jetzt passen. Jetzt mische ich mir nochmal diese Farbe für die Haare, also dieses Beige. Das kann ich dann auch für die Beine des Hirsches verwenden. Dafür brauche ich nochmal dieses Braun. Und ein bisschen Gelb. Und weiß.
bisschen Gelb vielleicht noch. Gefällt mir noch nicht so ganz der Ton. Wirkt mir etwas zu grünlich. Brauche noch ein bisschen Braun, damit es wärmer wird. Ich denke, das müsste jetzt passen. Schauen wir mal. Dann hier in die Beine bin ich immer nur flüssig rein, mit flüssiger Farbe, und dann haben sich die nicht so stark abgesetzt. Das war mir jetzt fast zu viel. Ich muss das nochmal wegnehmen. Das war mir jetzt zu viel. Vielleicht muss ich das mit dieser Paste machen, die etwas transparent wird. Ich denke, das wäre besser. Sonst wirkt das jetzt so aufgesetzt. Das belasse ich jetzt so mal. Da glaube ich, brauche ich diese Paste, die ich dir schon mal gezeigt habe. Hier müsste das schon funktionieren. Bei den Haaren kann ich auch noch ein bisschen was machen, denke ich. Vielleicht mit noch ein paar Helligkeiten rein. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja, ich werde den Livestream beenden. Ich wünsche dir einen schönen Sonntag und morgen einen guten Start in die Woche. Und ich werde noch ein bisschen weitermachen. Und es wird sicher bald fertig sein. Ja, bis dann. Tschüss.